Let me go. I told you I'm not yours anymore. No, I'm not yours. So why are you trying to hold on, to hold on, when I'm not there for you? Wanna take a different lane, wanna play my own game, and I don't need you here, so won't you let me go? Wanna take this ball and chain that you have put on me and throw it out the window. I think that you should let go, 'cause you know this is not meant to be. Let go. Maybe I should have known that you are not the right one for me. Let go. I should have known you are not right for me. So let go. Ein Wundervoll, ihr Lieben. Wir sind hier in Genf angekommen, am Genfer See. Und was wir heute hier in der Stadt machen? Das wissen wir selber nicht so genau, aber wir schauen uns ein bisschen Genf an, wir nehmen euch ein bisschen mit und gucken, was man hier so erleben kann, sehen kann und so weiter und so fort. Und natürlich verraten wir euch später noch, warum genau wir hier sind und was wir hier eigentlich machen. Ja. Ja. Aber jetzt, auf geht's. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. Gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna drive. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at the beautiful stars, I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Okay, Leute, Genf ist nicht nur eine wahnsinnig geile Stadt, sondern Genf ist dafür bekannt, dass Genf die Stadt der Uhren ist. Alles hier, was das Herz begehrt. Du bist hier Alex. Alex. Alex kriegst du hier auch. Alex? Ja, das sind meine Lieblingsuhren. Ja, das sind auch meine Lieblingsuhren. Nein, du kriegst hier Rolex, Breitling, wirklich teuerste Uhren, die du dir noch vorstellen kannst. Wir haben gedacht, wenn wir schon einmal hier sind, dann musst du uns sich auch mal gönnen und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Wir haben uns natürlich auch gegönnt. Ja. Es kann keinen guten Vlog geben ohne einen ultimativ guten Burger. Aber ihr habt das Beste schon verpasst. Ich habe mir so einen Blue Cheese Dip gekauft, bestellt. Und ich tunk gerade meine Pommes da rein. Und so hast du das? Warum stinken denn meine Pommes so unnormal ekelhaft? Und ich dachte, aber warum schmeckt keiner meiner Dips nach Blue Cheese? Wie haben die sich das vorgestellt? Salat? Das wird nichts. Und noch ein paar Pommes drauf. So. Ja, dann fällt die Gurke auf der anderen Seite wieder raus. So. Burger-Test bei, keine Ahnung, wie der Laden hier heißt, irgendein Burgerladen. Black Tap. So. Vlog Burger-Test. Ich schneide meinen, ich brauche noch eine Sekunde. Lass doch nicht sagen, bis ich meinen Mund habe. Ich habe den Mund, das geht immer. Das ist so groß. Ich hätte noch gerne ein Ei drauf gehabt. Warte, ich bin gleich so weit. Ich kann nicht, wenn mir jemand dabei zuguckt. Dabei. Hammer, oder? Mit Schneiderkammer? Ja, Freunde, zu einem guten Essen gehört auch ein guter Nachtisch. Nachtisch. Und ich dachte, wir genehmigen uns mal einen kleinen Schatz. Ja. Cheers, ne? Also, du musst mit mir anstoßen jetzt. Ich kann nicht mit dir. Oh, du hast einen Henkel auf der anderen Seite. Ich weiß, ich versuche es, aber es ist so. Das wird nichts. Das wird nichts. Zum Wohl. Billett Genf. Eine Stunde, genau, das reicht uns auch. Einzelbillett. Und hier, ihr Lieben, sehen Sie ein seltenes Exemplar eines Schlurboxes. Tickets bezahlen. Öffentlichen Verkehrsmittel fährt.
Jetzt müssen wir. Ich kann das sogar mit Karte bezahlen. Wir haben. So, was hast du gekauft? Ich habe 3 Einzelbillets gekauft. Hast du 4? Das eine ist die Quittung, glaube ich. Ach so. Und wir können jetzt eine Stunde lang Richtung Genf fahren und ich konnte das Ganze mit Karte zahlen. Das heißt, alle unsere Ängste waren umsonst, weil der Busfahrer, der da vorne sitzt und Pause macht, den wir in seiner Pause gestört haben, hat gesagt, ey, ihr müsst einen Ticket am Automaten kaufen. Und jetzt kommen wir möglicherweise doch zurück. Da geht's hoch. Ja, Leute, wir haben euch ja schon häufiger gesagt, dass es in der Schweiz super geile Orte gibt, die wir uns gerne anschauen und wir gerne viel reisen und gerne mehr reisen möchten. Ein Ort davon haben wir heute uns ausgesucht. Ja, der ist nicht ganz in der Schweiz, sondern wir sind rüber nach Frankreich und wir fahren jetzt mit einer Gondelbahn. Ganz kleine Strecke so. Darauf, auf. Ich habe super Panik. Das ist schon heftig. Krasser Weg. Das ist ein ziemlich krasser Weg und ich hoffe, dass wir da oben ankommen werden. Ja. Ja, dann hoch da. Hast du dich nicht eigentlich immer lustig gemacht über so Portemonnaie an der Kette, Digga? Weißt du, das ist kein Handyladekabel. Ja, ja, bla bla. Eigentlich hat er sein Portemonnaie da dran gehangen, damit es nicht wegkommt. Don't call me, I don't wanna talk to you. I'm better off not talking to you. But why are you trying to hold on? To hold on, to hold on. Wanna take a different lane, wanna play my own game. And I don't need your hair, so won't you let me go. Wanna take this ball and chain that you have put on me and throw it out the window. I think that you should let go, cause you know this is not meant to be. Let go. Angekommen und um euch mal aufzulösen, wo wir die ganze Zeit gesagt haben, wieso sind die so laut? Flugzeug! Ihr Schnuckis, jetzt sind wir am Ende unserer Reise angekommen. Ich sehe halt überhaupt nichts. Möchtest du meine Sonnenbrille? Weißt du, wie ich dann aussehe? Okay, kein Problem. Egal, ich behalte jetzt auf. Weiter im Text. Wir sind am Ende unserer Reise angekommen. Jetzt habt ihr euch wahrscheinlich die ganze Zeit gefragt, was ist eigentlich Break the Bubble? Und wir haben eine ganz coole Kampagne bekommen von Opel tatsächlich mit dem Thema Break the Bubble und haben uns da sehr gut mit identifiziert. Es geht so ein bisschen darum, identifizieren können. So ein bisschen aus seiner alten Komfortzone rauszukommen oder aus seiner eigentlichen Komfortzone rauszukommen, ein bisschen was anderes zu machen. Was Neues zu probieren, auch wenn es einem Angst macht. Ja. Auch wenn man da so ein bisschen Berührungsängste hat. Jo, ich hatte mehr als genug Angst, als wir hier auf den Berg gefahren sind. Da kannst du aber von ausgehen. Ja, aber tatsächlich, also warum passt das für uns so gut? Weil wir damals, als wir gesagt haben, wir wandern aus von Deutschland in die Schweiz, das war nicht immer nur voll geil, sondern es gab Momente, da hatten wir Angst. Es gab Momente, wo wir gedacht haben, scheiße, ist das überhaupt das Richtige? Wollen wir nicht doch lieber in Deutschland bleiben? Wollen wir wieder zurück? Wo wir alles kennen und uns wohlfühlen. Was ist, wenn irgendwas schief geht? Was ist, wenn die Schweiz doof ist? Im Nachhinein betrachtet war es eine ziemlich geile Entscheidung, wie man im Hintergrund, glaube ich, sehen kann. Absolut. Also, ich sehe total heiß aus in meiner Brille, möchte ich mal nebenbei anmerken. Es war so ein bisschen wie vor dem Berg hier stehen, weil du gedacht hast, also wir standen tatsächlich am Anfang vor so einem Auswanderungsberg. Ja. Und letztendlich oben angekommen, muss ich sagen, ich fühle mich in der Schweiz scheiße wohl. Ich bin extrem glücklich, dass wir aus unserer Bubble raus sind und das Ganze gemacht haben. Aber was hat das mit Opel zu tun? Tatsächlich geht es auch bei Opel so ein bisschen um Break the Bubble, weil ganz viele Leute noch so ein bisschen in ihrer Komfortzone leben, wohnen, Berührungsängste mit dem Thema E-Mobility haben. Und die wollen wir euch zusammen mit Opel nehmen. Und da geht es um den neuen Corsa E. Alle Infos zu Opel, zum Corsa E E-Mobility. Sind in der Infobox. Gibt es unten drin, wie auch ihr ein bisschen aus eurer Komfortzone rauskommen könnt und mal neue Sachen angucken könnt. Any country that you go to,